Er wurde mit Sprechchören und Plakaten von den eigenen Fans beschimpft. Jetzt meldet sich Gianluigi Donnarumma, 18, selbst zu Wort. Donnarumma, es war ein hässlicher Abend. Der Nationaltorwart schreibt auf seinem Instagram-Account, es war ein hässlicher Abend, den ich nicht erwartet habe. Ich habe weder gesagt noch geschrieben, dass ich unter moralsicher Gewalt meinen Vertrag unterschrieben habe. Trotz alledem schaue ich nach vorne und konzentriere mich auf das nächste Spiel. Forza Milan, das Torwarttalent des AC Mailand, war beim 3:0 Erfolg im Pokal gegen Hellas Verona schon beim Aufwärmen als Stück SCH Stern beschimpft worden. Der Frust der Milan-Fans nach dem bisher enttäuschenden Saisonverlauf sitzt tief. Zielscheibe ist nun Torwart und Eikänge wächst Donnarumma. Für Italien spielt er ab heute bei der U21-EM in Polen. Dort kann Gianluigi Donnarumma zum Helden seines Heimatlandes werden. Kuriose Szenen bei der U21-EM. Beim Duell der Italiener gegen Dänemark, 2:0, wird Gianluigi Donnarumma, 18, von den eigenen Fans mit Spielgeldscheinen beworfen. Grund: Sein Berater Mino Raiola soll versuchen, den im Sommer unterschriebenen Vertrag für ungültig erklären zu lassen. Milan soll den Keeper in Raiolas Abwesenheit unter starken psychologischen Druck gesetzt haben, damit er die Verlängerung unterzeichnet. Die Fans reagierten darauf mit einem gigantischen Banner, auf dem stand: psychologische Gewalt durch 6 Millionen im Jahr und einen Vertrag für einen parasitären Bruder. Zeit zu gehen. Unsere Geduld ist zu Ende. Donnarumma hatte im Sommer nach langem Hin und Her einen Vertrag bis 2021 unterzeichnet, der ihm 6 Millionen Euro jährlich bringt. Außerdem wurde sein weniger talentierter Bruder Antonio, 27, als dritter Torwart verpflichtet und mit einem fürstlichen Gehalt, 1 Mio Euro, ausgestattet. Zur Ruhe kommt das Thema jetzt aber nicht. Auch weil Raiola selbst in einer Pressemitteilung gegen die Milan-Bosse auskeilt. Der Berater schreibt: Mirabelli, Milans Sportdirektor, D. Red, hat ein Problem mit mir und benutzt Donnarumma, um mich zu attackieren. Ich werde aber keinen medialen Zirkus daraus machen. Ich werde ihm am richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt antworten. Klappt ja ganz gut, daraus keinen Zirkus zu machen? Nicht.